Pan-Pan ist für mich wie ein Orchester. Es hat grenzenlose Möglichkeiten an Stilen, wie man spielen kann, was man für Sounds rausholen kann. Und das sieht man auch, wenn man verschiedene Handpan-Profis zuschaut beim Spielen, was sie ja alles schon für Unmögliches erreicht haben, aus dem Instrument rauszuholen. Wir schauen das jetzt mal Schritt für Schritt an. Dafür schauen wir jetzt einfach mal auf die Handpan oben drauf. Normale Anspielen habe ich in einem anderen Video ausführlicher erklärt, dass es für jedes Tonfall 3 Anspielbereiche gibt. Jetzt, wenn wir zuerst mal das normale Anspielen anschauen, wo man flach aufspielt auf Tonfall, der inneren Mulde bei der Kante, wo der Grund dann am stärksten ist, tönt das Tonfall voll und laut. Jetzt kann man das noch etwas anpassen, um den Klang zu verändern. Lange, wenn man den Finger leicht hin abkrümmen. Dann kommt ein ganz anderer Klang raus, wenn ich mit der vorderen Fingerspitze spiele. Also, statt flach mit der Fingerspitze, so kann man den Klang leicht verändern und manipulieren. Das heisst, im Gesamtspiel kann man den Kontext auch etwas verändern, zum Beispiel. Man kann das variieren, je nachdem wie ich das Tonfeld anspiele, um einfach ein bisschen mehr Variation in der Musik einzubauen. Was auch eine sehr häufige Spieltechnik ist, ist das Takt. Das Takt spielen wir an den Schultern, hier wo der stabilste Punkt vom Instrument ist, also außerhalb vom Basston. Da können wir mit dem Finger ganz einfach drauf anschlagen. Dann kommt es zu einem Metallgeräusch, das ist ein Tack. Das können wir auf beiden Seiten, das kann man auch oben oder auf der Seite spielen. Das heisst, wenn wir wieder Variationen einbauen, zum Beispiel perkussive Elemente, kann man ein bisschen grooviger wirken, wenn man solche perkussive Sounds einbauen. Was es auch gibt, ist das Knock. Das Knock spiele ich mit dem Mittelfinger, mit dem vorderen Knochen auf der Seite zwischen zwei Tonfeldern fein an. Die Idee ist nicht, dass man jetzt draufhaut, weil wenn man draufhaut, dann tut man sich am Knochen weh und dann hat man zum Teil wirklich tagelang Schmerzen. Also ich mache das ganz ohne Kraft, ganz entspannt und fein. So tönt das noch ein bisschen mehr wie so eine Art Snare-Sound. Also das Tack tönt mehr so nach einem gemischten Metallgeräusch, während das noch ein bisschen trockener und klarer tönt. Das kann man auch auf den Schultern oben spielen. Ist absolut kein Problem. Das heisst, während dem Spielen. Die Sounds auch mit ins Gesamtspiel integrieren. Das noch kann man auch anderswütig anwenden. Man kann es nicht nur zwischen den Tonfeldern spielen, sondern was ich für mich herausgefunden habe, ist, dass man es auch an der Kante von einem Tonfeld anwenden kann. Zum Beispiel hier, also nicht auf dem Tonfeld, auch nicht außerhalb vom Tonfeld, sondern genau an der Kante vom Tonfeld. Wenn ich da fein drauf spiele, hört man, es gibt so einen gemischten Sound. Wenn ich die Position verändere von der Kante, dann verändert sich auch der Sound. Wenn ich das jetzt auf einer anderen Note mache, dann das bei jeder Note ein bisschen anders. Auch da kann man variieren. Wie man diese Elemente gerne ins Gesamtspiel einbauen will. Was auch häufig vorkommt, ist das Muting. Das heisst, wir stoppen den Sound. Also nicht, dass es
so einen Aushalt, sondern wir tun den unterbrechen. Zum Beispiel so. Das ist eine Variante, wie man den Sound stoppen kann, indem man mit der rechten Hand anspielen und mit der linken Hand sanft aufs Tonfeld drauf gehen. Also nicht mit Kraft, sondern wirklich ganz entspannt den Sound abbremsen. Das ist eine Variante, wie man das machen kann. Eine andere Variante ist, man macht das mit einer Hand, das heisst mit dem Zeigefinger spiele ich es an und mit dem Mittelfinger bremse ich den Sound. Also. Das heisst, im Gesamtspiel kann ich das auch, je nachdem, wenn ich das Stück vorgestalte, mit integrieren. Zum Beispiel. So oder das ist eine weitere Variante, wie man das integrieren kann. Was man auch immer wieder sieht, ist der sogenannte Wawa-Effekt. Das heisst, der Klang, der oben rauskommt, kann man, indem man die Luft ein bewegt, kann man den Klang auch ein manipulieren. Ein Beispiel, also mit dem nicht das Tonfeld berühren, sondern einfach über das Tonfeld die Luft manipulieren und dann manipulieren wir auch automatisch den Klang. Beispiel. Also. Also je nachdem, wie ich die Luftbewegung mache, wird der Klang unterschiedlich verändern. Was auch häufig vorkommt, ist, dass man die Obertöne isoliert anspielen. Das kann man auf jedem Tonfeld machen, denn jedes Tonfeld hat 3 Töne eingestimmt. Grundton und 2 Obertöne. Das heißt, wir machen es jetzt mal auf dem Basston in der Mitte. Hier haben wir ein ovales Tonfeld. Das ziehen wir auf der längeren Seite eine Linie und auf der breiten Seite eine Linie. Also man zeichnet ein Plus über das ovale Tonfeld. Dann haben wir auf der kürzeren Linie haben wir den Finger hierher, also nicht drauf drücken, sondern einfach ganz fein genau auf der Linie herheben und dann 90 Grad um spielen wir mit der rechten Hand dann das Tonfeld an. Wenn ich den Finger wegnehme, schwingt alle Töne. Wenn ich den Finger genau dort drauf tue, schwingt nur ein Oberton. Das Gleiche können wir auch auf der längeren Linie machen, indem ich hier den Finger herhebe und das Tonfeld anspiele, dann schwingt der andere Oberton. Also hier und hier. 90 Grad einfach verschoben. Das können wir überall machen. Und auf jedem Tonfeld kann man das anwenden. Auch hier wieder eine Linie zeichnen tun. Kann man die Obertöne isoliert spielen. Ohne Problem. Das kommt bei Handpanspielern auch häufig vor. Was es auch gibt, ist der sogenannte Palmbass. Den Palmbass machen wir mit einer Art Faust auf dem stabilsten Punkt der Handpan. Der stabilste Punkt der Handpan ist die Schulter. Das heisst, wir gehen mit einem Fuß sanft auf die Schulter drauf schlagen, also nicht wirklich mit Kraft, sondern wir einfach kurz Dampf draufhauen. Dann kommt so ein Metallgeräusch, das ein bisschen mehr basslastig tönt. Also, wenn Sie es jetzt integrieren in ein Spiel. Man kann man noch ein bisschen mehr Bass-Effekt oder perkussiven Bass-Effekt einbauen. Was man auch machen kann, ist während dem Spielen das Tonfeld nicht wirklich zum Schwingen bringen, sondern einfach nur dumm anspielen, also so. Dann kommt zwar ein kurzer
abdämpften Sound raus, aber auch damit kann man für Variation während dem Spielen sorgen. Ein Beispiel, wenn ich das ins Spiel integriere. Das ist eine Variante, wie ich das integrieren kann. Um das Ganze noch etwas vereinfachen, kann ich mit dem Mittelfinger auch Tonfall schon bereits im Vorfeld abdecken, sodass man mit dem Zeigefinger spielen den Ton auch so nicht tönen kann. Also das heißt, wir spielen normal, wenn ich jetzt den Mittelfinger abstütze. So ein bisschen andere Klangfarben in mein Gesamtspiel integrieren kann. Es gibt noch viel, viel mehr Techniken und Möglichkeiten, wie man auf einer Handpan spielen kann, wie man den Klang manipulieren kann. Die ich hier gezeigt habe, sind eigentlich die wesentlichsten, die am häufigsten vorkommen. Ganz spezielle Techniken kann man von verschiedenen Handpan-Profis lernen, die diese Techniken entwickelt haben. Richtig cool, was man alles so für Sounds rausholen aus dem Instrument. Wenn du gerade noch Fragen hast zu den verschiedenen Spieltechniken, dann schreib mir jetzt unten in den Kommentaren rein. Ich hoffe, du kannst aus dem Video etwas Wertvolles für deine Handpan-Reise gewinnen. Wir sehen uns im nächsten Video.